befinden uns hier im 1970er-Jahre-Zimmer der 50 Jahre ORF Oberösterreich Ausstellung, die wir im Francisco Carolinum gemeinsam mit dem ORF Oberösterreich konzipiert haben, anlässlich 1972 der Eröffnung des Landesstudios in der damals Frankstraße, heute Europaplatz. Wir erzählen hier, dass dieses Gebäude, das 1972 eröffnet wurde, zunächst eigentlich als reine Radiostation geplant wurde und dann im Laufe der 70er Jahre umgebaut worden ist, um den Fernsehbereich. Es beginnt mit dem Eingangsportal, das schon die Architektur und das Silber zitiert. Der erste Raum ist dem Radio gewidmet, von 1928 bis 2022 eine Audioinstallation von Fadi Dorninger, die uns wirklich durch die Geschichte des ORF in Oberösterreich durchführt. Wir landen dann in einem komplett blau ausgestalteten Raum, eigentlich eine leere Plattform, aber auch gleichzeitig das Studio des ORF, so wie es auch original ist, in unserem Bluescreen-Raum und erzählen die Geschichte, wann eben täglich Fernsehsendungen von Oberösterreich heute ab 1980 gesendet werden. Dann führt uns eine Timeline wirklich durch die Geschichte noch einmal visuell. Und wir landen hier in diesem Raum, der Architektur gewidmet ist, dem eigentlichen Anlass. 1972 eröffnet das Landesstudio Oberösterreich als eines von vier Gebäuden, die der Architekt Gustav Peichl speziell als Radiostudios entwickelt hat. Diesen Ausstellungsteil hat Markus Christan, Architekturkurator und Spezialist der Albertina, ehemals für uns kuratiert. Wir gehen dann weiter in einem Raum, der Kultur und Medien gewidmet ist, wo man wirklich die Highlights sieht, also von den Linzer Mediengesprächen 1974, wo die Regionalisierung angestoßen wurde, Klangwolke, Ars Electronica 1979, über die Kulturberichterstattung, aber auch Eigenproduktionen, wie zum Beispiel im Musikantenstadl. Oder allen bekannt das Friedenslicht, das auch seinen Ursprung hier in Oberösterreich hat. In diesem Raum sieht man einerseits das Farbversuchsprogramm, das 1969 startet. Wir sehen im Hintergrund noch handgezeichnete Programmankündigungen aus den 1970ern, aus den legendären Grafikstudios am Rosenhügel. In Oberösterreich beginnt es mit dem Pendler, noch mit schweren Kameras, 16 mm, die mussten ausentwickelt werden, bis dann eben die ersten elektronischen Kameras auch angeschafft wurden und wirklich eine neue Ära eingeleitet haben. Es musste nicht mehr aufwendig nach Wien geschickt werden, es konnte vor Ort produziert werden und auch durchaus typisch für Oberösterreich, also für das Landesstudio unter Hannes Leopold Seder, es wurde dann auch gleich einmal ausgetestet, nämlich eben mit einem Projekt offene Kamera im Schillerpakt und dann sozusagen in der folgenden Reihe. Jeder durfte sich einbringen und einfach auch mal was im Fernsehen sagen. Und hinausführen tun wir sozusagen mit Erinnerungen an die Moderatoren, an die Gesichter, die den ORF geprägt haben, ORF Oberösterreich, aber auch eine Sammlung von Radio Signations. Die Ausstellung 50 Jahre ORF Oberösterreich im Francisco Carolinum in Linz läuft noch bis 9. Jänner.